Hey Leute, hier hätte ich euch jetzt einen der schönsten Warframes überhaupt mitgebracht, nämlich Wisp. An dieser Stelle möchte ich direkt schon mal sagen, Wisp ist nicht nur super, super schön, Moment, ich zeig's euch mal gerade ohne die Waffe, sondern Wisp ist auch ein sehr, sehr, sehr guter Frame, den man in ziemlich vielen verschiedenen Teams sieht, mit ziemlich vielen verschiedenen Aufgaben. Wobei ich an dieser Stelle sagen muss, Wisp von der Spielweise her wird eigentlich so gespielt, dass man nur auf die 1 geht und alles andere von diesem Frame ignoriert. Und sobald man die 1 eigentlich vollständig aktiviert hat, benutzt man auch eigentlich überhaupt keine Fähigkeit mehr für das komplette restliche Game. Von daher, Wisp, wenn man diesen Frame spielt, spielt man meistens eigentlich eher als Support bzw. als Tank und hauptsächlich mit den Waffen. Das bedeutet, man benutzt die Fähigkeiten wirklich sehr, sehr, sehr wenig. Ich möchte euch direkt schon zeigen, warum. Also, das hier ist ein kompletter Guide. Ich gehe auf alles noch ein, aber ich möchte jetzt schon mal vorweggreifen und euch die 1 zeigen. Allgemein gesagt, habe ich den falschen Bild drin, habe ich gerade gesehen. Nämlich, ich habe engständig nur auf Stufe 6 drin. Das wollen wir natürlich auf Stufe 10 haben. Wir haben eine Buffdauer von 51,45 Sekunden. Wir haben einen Gesundheitsbuff von 132, also alles jetzt mit meinem Bild. Wir haben eine Gesundheitsregeneration von 103,2 die Sekunde, einen Geschwindigkeitsboost für uns von 68%, einen Feuerratenboost von 103% und noch zusätzlich einen schönen kleinen Stun, wenn wir den Gegnern zu nahe kommen. Also bufftechnisch ist das wirklich ziemlich geil. Und das Ganze sieht sogar so aus. Wir müssen die Fähigkeit eigentlich nur einmal komplett durchspammen. Das bedeutet einmal alle drei verschiedene Formen. Ich gehe auf alles nachher noch ganz genau ein. Und solange wir jetzt in diesem Bereich sind, bei mir ist jetzt minimale Reichweite, ist der Buff unbegrenzt aktiv. Also wenn ihr oben rechts in die Ecke schaut, seht ihr einfach nur drei Unendlichkeitszeichen. Sobald wir den Bereich verlassen, läuft dann der Timer, kommen wir zurück, wieder unendlich. Und das macht es halt so unglaublich einfach, den Buff oben zu halten. Oder Debuffs. Und der Effekt ist wirklich extrem. Zeige ich euch aber nachher noch alles ganz genau. Ich gehe jetzt auch direkt schon mal auf mein Bild ein und komme erst danach auf die ganzen Fähigkeiten zu sprechen. Und hier möchte ich direkt schon mal sagen, das optimale Ergebnis mit Wisp habt ihr, wenn ihr zwei Umbra-Formers in diesen Frame investiert. Ich werde auch noch das zweite Umbra-Former in diesen Frame reinstecken, auf jeden Fall. Aber ich kann euch direkt schon mal sagen, ihr habt auch ein verdammt gutes Ergebnis ohne jegliches Umbra-Former. Und mit einem Umbra-Former ist der Frame halt super angenehm zu spielen. Aber ich kann nur jedem empfehlen, steckt die zwei Umbra-Formers rein oder zumindest ein Umbra-Former. Gut, Aura habe ich jetzt ätzende Projektion drin, wobei es auch noch ganz beliebt ist, die wachsende Macht zu verwenden. Dadurch hätten wir nochmal einen höheren Bonus. Und ich sag's mal so, wenn ihr dreimal ätzende Projektion plus dreimal interagierende Drift drin habt, dann könnt ihr auch gerne eine wachsende Macht reinmachen. Aber ansonsten braucht ihr halt eben die viermal ätzende Projektion für das beste Ergebnis. Dann habe ich drin Blinde Wut, Flüchtige Stärke und Auge Geheimnis für Fähigkeiten Stärke. Wobei Auge Geheimnis etwas optional ist, gehe ich nachher drauf ein. Und dann kommen wir zu Adaption. Adaption habe ich einfach drin, weil wir einen Lebenspool von 1070 haben mit meinem Bild. Dazu kommt dann noch der Lebensreck von 103,2 die Sekunde. Plus unser Gesundheitsbonus von 1032. Plus dann noch der Heal von Arcana Anmut. Und in Kombination mit Adaption, ihr seid richtig tanky. Ihr seid jetzt keiner von unseren Monster-Tanks, aber wie gesagt, ihr seid wirklich ziemlich, ziemlich tanky. Ich will es euch nur mal gerade zeigen, 2102 Leben habe ich mit meinem Bild. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt dann noch die 103 Lebensreck die Sekunde, plus dann noch die 4% Gesundheitsregeneration von den 2100. Also ihr heilt euch schon ordentlich hoch. Gerade noch in Kombination mit einem Rüstungsmod und Arcana Beschützer, ihr steckt ordentlich ein. Bevor wir gleich auf die Fähigkeiten kommen, sage ich euch noch, wie viel genaues effektives Leben wir jetzt eigentlich haben, beziehungsweise wie hoch unsere Schadensreduktion ist und wie hoch unser Lebensreck. Muss ich gleich noch selbst kurz ausrechnen. Engstirnig habe ich einfach nur drin, damit die Fähigkeitendauer lang genug ist, wenn wir mal aus den Kapseln rausrennen. 51,45 Sekunden ist schon recht angenehm, könnte gerne noch ein bisschen länger sein, aber selbst wenn es ein bisschen kürzer ist, ist das auch kein Problem. Ich habe es halt gerade gemerkt. Also ich benutze Wisp zum Beispiel viel bei Railcheck-Missionen. Wenn ich ins gegnerische Raumschiff reingehe, sind so 30 bis 40 Sekunden schon manchmal ein bisschen kurz. Vor allen Dingen, wenn wir zwei Schiffe hintereinander boarden wollen. Aber
man kommt auch damit klar. Und dann habe ich zum Schluss noch die drei schattenhaften Mods drin. So, wie läuft das jetzt ab, wenn wir zwei Umbra-Formers reinstecken oder gar kein Umbra-Former? Stecken wir noch einen Umbra-Former rein, haben wir 8 Punkte über. Mit 8 Punkte über können wir hier oben in den Exilus-Slot, wo haben wir den Mod? Kraftvolle Drift reinmachen. Mit kraftvoller Drift werden wir nochmal eine kleine Nummer stärker. Dann wären wir hier bei 107, 71, 1077, 107,7. Was bedeutet, ist nochmal ein kleiner Buff. Genauso kann man jetzt noch überlegen, Augur Geheimnis rauszunehmen. Ich schau gerade, könnte eng werden. Auf jeden Fall Augur Geheimnis rauszunehmen und stattdessen den Energieumwandlungsmod reinzumachen. Bei dem kriegen wir nochmal plus 50% Fähigkeiten Stärke. Und ich sag's mal so. Wir müssen ja nur dreimal die 1 aktivieren. Oder wir müssen theoretisch nur zweimal die 1 aktivieren. Das bedeutet, wir sammeln eine Energiekugel auf, stellen den ersten Pot, sammeln eine Energiekugel auf, stellen den zweiten Pot. Weil wir brauchen ja eigentlich nur Leben und Geschwindigkeit. Von daher kann man das hier ganz gut benutzen. Aber ich muss gestehen, ich bin einfach kein so großer Fan davon. Plus ohne Umbra-Former wird das dann doch schon ein klein wenig eng. So, kommen wir zu der Sache, wenn wir kein Umbra-Former reinstecken. Der Mod, der rausfliegt, ist schattenhafte Faser, weil auf die Bonusrüstung können wir verzichten, aber auf das Leben wollen wir einfach nicht verzichten. Wir haben dann 8 Punkte übrig. Was kann man da machen? Wenn wir die 8 Punkte übrig haben, können wir ganz nebenbei schon mal den Energieumwandlungsmod reinmachen. Dadurch hätten wir dann halt eben einen stärkeren Buff. Was wir auch machen könnten, wäre zum Beispiel Jägeradrenalin rein, also wenn wir hier eine V-Polarität drin hätten und dadurch würden wir Energie zurückbekommen, wenn wir Schaden bekommen. Ist sehr angenehm, wenn wir einfach nur durch Missionen durchrushen und dann stellen wir halt eben öfters mal die Pots immer wieder, um unseren Buff aufzufrischen. Dadurch, dass wir dann auch hin und wieder Schaden bekommen, haben wir auch genügend Energie, um das immer zu machen, also ist auf jeden Fall eine Sache, die man in Betracht ziehen soll. Genauso, wenn man was Günstiges möchte, kann man auch einfach Zorn reinstecken. Und ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon gesagt habe, aber ihr könnt halt eben auch Energieumwandlung reinmachen. Dafür braucht ihr aber auch auf jeden Fall eine V-Polarität, weil das kostet euch dann 8 Punkte, was genau aufgehen würde. Den Exilus hier oben kann man eigentlich ohne Umbra-Former nicht benutzen. Genauso, wenn ihr einen Umbra-Former reingesteckt habt, könnt ihr auch überlegen, den Exilus zu benutzen. Weil ich sage, dann wäre hier eine V-Polarität drin, dadurch könnten, oder wir würden dann hier eine V-Polarität reinmachen, könnten dann Energieumwandlung reinstecken und hätten dann gleichzeitig noch durch das Umbra-Former, so sieht man es am besten, 8 Punkte gespart und könnten dann hier oben den Stärke-Mod reinmachen. Also dadurch hätten wir dann, glaube ich, auch die maximale Stärke, was gehen würde. Ja, dann hätten wir hier, wie gesagt, ein paar Punkte mehr, dann hätten wir hier oben Platz. Und unser Buff wäre dann einfach nur unglaublich stark. Aber durch die drei schattenhaften Mods buffen wir halt alles hoch. Ihr müsst auch darauf achten, meine Fähigkeitenstärke steigt durch den dritten Mod an. Und es lohnt sich einfach. Weil durch die Rüstung, auch mit Arcana Beschützer zusammen, haben wir dann 1038 Rüstung. Wir haben einen unglaublich hohen Lebenspool und ziemlich viel Stärke. Also allem in allem würde ich Wisp persönlich so spielen. Aber ihr müsst das natürlich entscheiden. Theoretisch könntet ihr auch überlegen, drei Umbra-Formers in Wisp reinzustecken. Dann könntet ihr hier auf jeden Fall noch den Energieumwandlungsmod reinstecken und hier oben noch den Exilus. Aber das geht sogar dann mir etwas zu weit. Plus ich mag einfach Energieumwandlung nicht. Also ich spiele das überhaupt nicht gerne. Das wäre es jetzt bildtechnisch. Also Arcana Anmut habe ich glaube ich schon erwähnt. Mit dem Leben, die Gesundheitsregeneration einfach Hammer. Und Arcana Beschützer auch ziemlich geil. Ich würde dann sagen, ich rechne dann jetzt noch schnell aus, wie viel Schadensreduktion wir haben, wie hoch unser Life-Rack ist und dann machen wir mit den Fähigkeiten weiter. Gut, also legen wir jetzt gerade mal los. Wir haben bei 2002 Leben einen effektiven Life-Rack von 82, bzw. von 80 die Sekunde grob und mit den 102, die wir noch durch unsere Pflanze haben, sind wir bei 182 Lebensregeneration die Sekunde, wenn unser Arcana-Anmut aktiv ist. Also mit anderen Worten, ganz grob wird unser Life-Rack fast verdoppelt. Also ist eine wirklich sehr, sehr schöne Sache. Kommen wir jetzt zu dem Spannenderen oder zu dem, was auch noch sehr, sehr spannend ist, nämlich der Rüstung. Wenn wir eine Rüstung von 1070
von 438 haben, so wie gerade, also ohne das Arcana, hätten wir eine Schadensreduktion von 59,35%, also sagen wir von 60%. Wenn jetzt das Arcana auslöst, hätten wir 1038 Rüstung und hätten eine Schadensreduktion von 77,58%, also sagen wir einfach von 78%, was bedeutet 18% nochmal weniger Schaden, die wir bekommen. Also ist eine ordentliche Hausnummer. Jetzt könnte man natürlich auch noch dagegen argumentieren, dass man auf die Rüstung verzichten könnte, also sagen wir schattenhafte Faser raus, dann hätten wir noch 150 Rüstung plus die 600 durch Arcana Beschützer, wären wir bei 750 Rüstung, was dann auf einen effektiven Life-Rack von 71,43 oder was darauf hinausläuft. Mit anderen Worten, wenn wir auf den Rüstungsmod verzichten, bekommen wir nur in Anführungszeichen 6% mehr Schaden. Aber die 6% machen schon Unterschied, also jetzt gerade haben wir einen effektiven Lebensmultiplikator von 3,5 und mit der anderen Rüstung hätten wir einen effektiven Lebensmultiplikator von 4,5. Also ihr merkt schon, das ist eine ordentliche Hausnummer. Dazu kommt, ihr müsst gerade mal weiterschauen, unsere Rüstung fällt ab, unsere Gesundheit fällt deutlich ab und unser Leben und unsere Fähigkeiten Stärke fällt ab. Bedeutet, dadurch, dass wir uns ein bisschen tankiger machen, bekommen wir auch gleichzeitig mehr Stärke. Eigentlich bekommen wir ein bisschen mehr von allem. Mit anderen Worten, ist eine richtig, richtig schöne Sache. Ich möchte euch direkt jetzt schon mal vorne weggreifen, ohne groß auf den rechten Weg einzugehen. Wenn wir unsere Rüstung aktiv haben und unsere Adaption aktiv haben, haben wir ein effektives Leben von knapp 89.000, beziehungsweise ich glaube, es war sogar knapp an den 90.000 dran. Plus noch unsere Lebensregeneration von 182 die Sekunde. Also, das ist eine ordentliche Hausnummer, will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber ihr dürft nicht vergessen, wir haben andere Supertanks, die deutlich besser sind. Ich sage jetzt mal nur zum Beispiel Mesa mit, ich glaube, 700.000 oder 800.000 effektivem Leben. Plus dann noch Arcana Anmut. Also, da liegen Welten dazwischen. Aber ihr müsst auch bedenken, wenn ihr mit einer Mesa durch diese kleinen, schönen Pflänzchen durchrennt, bekommt die auch nochmal den Lebensbuff und den Lebensregenerationsbuff. Also, ja, Wisp kann wirklich ordentlich buffen. Also sehr, sehr schöne Sache. So viel dazu. Ich würde sagen, nachdem ich das alles jetzt mal vom Bild erklärt habe, möchte ich euch auch mal die ganzen Fähigkeiten näher bringen. Aber im Groben möchte ich schon mal sagen, das Einzige, was so wirklich, wirklich interessant ist, ist das Reservoir. Die Passive und die drei anderen Fähigkeiten sind in meinen Augen eher Gimmicks. Natürlich kann jetzt der eine oder andere noch sagen, dass Refraktionswoge cool ist, aber alles Geschmackssache. Dann würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mit der passiven Fähigkeit an. Ist ein bisschen interessant, nämlich kurz und knapp, solange Wisp in der Luft ist, ist sie unsichtbar. Fängt sie jetzt aber an zu schießen, wird sie sichtbar, auch bei gesilenzten Waffen. Aber an sich, solange sie in der Luft ist, ist sie und auch ihr Begleiter unsichtbar. Schauen wir gerade mal hin. Ich bin in der Luft und ich leuchte. Das Leuchten soll da einfach heißen, ich bin unsichtbar. Und nachdem ich aufsetze, leuchte ich noch ganz kurz einen Moment weiter. Das heißt, ihr habt es gerade gesehen, wenn ich das richtig time, direkt mit Bullet Jump weitergehe, kann ich wirklich permanent unsichtbar bleiben, auch wenn ich ganz kurz den Boden berührt habe. Und das ist eigentlich eine schöne Sache, wenn man am Durchrushen ist. Weil wenn wir gerade mal so schauen, wir können uns sehr schnell bewegen und permanent unsichtbar, was bedeutet, die Gegner greifen uns halt nicht an und so kommen wir schön durch die Mission durch. Und wenn ich jetzt mal als Beispiel gerade noch hier den grünen Bot aktiviere, habe ich noch mehr Geschwindigkeit und bin noch schneller unterwegs, was bedeutet, Wisp ist ein wirklich guter Frame, um irgendwo durchzurushen. Also abgesehen vom Support und vom Tank ist sie auch noch ein schöner Rush-Frame. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Palette. Auch wenn man die Unsichtbarkeit gerne mal vergisst, je nachdem wie und wo man sie anwendet, wirklich eine sehr, sehr gute Sache. Na gut, was man dazu vielleicht noch sagen könnte, wäre, dass so, wenn wir aus, also das steht auch hier dran, wenn wir aus dem Teleport rauskommen, sind wir für 3 Sekunden unverwundbar und gleichzeitig zieht dieses Irrlicht auch gegnerisches Feuer auf sich, also es funktioniert so ein bisschen wie ein Decoy. Und dadurch, dass wir halt eben unverwundbar werden, sobald wir uns dahin teleportiert haben, sind wir auch nicht direkt tot, wenn wir das machen. Das Ganze skaliert mit Fähigkeiten Dauer, das bedeutet, unser Irrlicht ist länger aktiv, kann die Gegner länger durcheinander bringen, beziehungsweise kann auch weiter eine weitere Strecke zurücklegen. Das wäre es im Groben dazu.
Wenn wir jetzt über Refraktionswoge reden, müssen wir einige Synergien beachten. Zum einen mit Irrlicht, zum anderen mit Reservoir. Und zum anderen müssen wir hier auf ein paar Sachen eingehen. Fangen wir mit der Fähigkeit als solches an. Also, wenn wir die Fähigkeit aktivieren, haben wir einen Bereich von 18 Metern. In diesem Bereich werden alle Gegner geblendet. Wenn wir denen dann Schaden machen, haben wir eine 10% Chance, dass wir Funken, also dass Funken von diesen Gegnern losfliegen und die dann anderen Gegnern nochmal Schaden machen mit einem Schadensmultiplikator von 2. Das bedeutet ordentlich viel Schaden. Dazu kommt, dass diese Projektile den Kopf suchen, Strahlungsschaden machen und an sich sind die auch wirklich nicht verkehrt, aber das hauptsächliche Problem damit ist einfach, dass das nicht gut mit anderen Fähigkeiten synergiert, beziehungsweise mit der 1 nur bescheiden. Bedeutet, wir müssten hier auf Fähigkeiten Dauer verzichten, damit wir ein bisschen mehr Reichweite hätten oder auf irgendwas anderes verzichten und ich muss gestehen, das ist ein ordentliches Problem. Kann man natürlich machen, damit kann man ordentlich viel rumspielen und auch viel Unfug treiben. Also ich erinnere mich noch, als man mit einem Gasbild gespielt hatte, dann jeder Gasbrock oder jeder Gasdot nochmal eine Chance hatte, die Funken auszulösen. Im Endeffekt konnte man die Gegner einfach super, super schnell wegbürsten. Hierauf wirkt sich aus Fähigkeiten Dauer, damit die Gegner länger geblendet sind. Nebenbei, die bekommen zwar einen Stealth-Multiplikator, aber ihr könnt keine Finisher machen. Dann wirkt sich Fähigkeiten Stärke auf den Multiplikator und die Statuschance aus. Also Statuschance haben wir eigentlich 20%, dass wir Strahlungsschaden machen. Wir haben, ich glaube, das war's sogar schon. Und mit Fähigkeiten Dauer sind sie halt länger geblendet. Ich kann euch das mal kurz zeigen, auch wenn meine Reichweite jetzt super, super klein ist. Also hier seht ihr es schon mal ganz grob, wie das dann aussieht. Und jetzt flitzen wir gerade mal rüber zu ein paar Gegnern. Und dann zeige ich es euch direkt an den Gegnern. So, also hier seht ihr es, wie die geblendet sind. Dann schießen wir drauf und ihr seht es auch gleichzeitig, wie dann diese Projektile in die anderen Gegner reinfliegen und denen auch ein bisschen Schaden machen. Das Problem ist hier halt, ihr seht schon, das ist Strahlungsschaden. Und wenn es jetzt zum Beispiel Korrosionsschaden wäre, das wäre eine richtig, oder ich sag's so, wenn der Schaden wäre, den wir an dem ursprünglichen Gegner machen, wäre das eine richtig, richtig tolle Sache. Als kleines Beispiel, das hier sind gepanzerte Gegner, also wäre es geil, wenn alle Gegner hier Korrosionsschaden bekommen würde. Würden wir gegen Gegner ohne Rüstung spielen, dann wäre es halt cool, wenn wir Viralschaden machen könnten. Ich kann auch gerade mal schauen, ob das noch mit einer Gaswaffe funktioniert, aber ich glaube eigentlich, das wurde genervt. Da würde ich sagen, holen wir einfach mal die gute alte Zenistar raus. Die macht ja ziemlich viele Gasprocs und dann sehen wir ja einfach, ob das noch funktioniert oder nicht. So, dann machen wir hier wieder Will-O-Wisp. Ja, so heißt es im Original, also die Übersetzung da ist wirklich bescheiden. Ah ne, funktioniert eigentlich sogar noch relativ gut, also naja, relativ. Ihr müsst es halt so sehen, jeder Gegner hier hat gerade einen Gasbrock auf sich und durch den Gasbrock wird halt eben überall dieses Teil ausgelöst, was bedeutet, der Schaden, den wir hier machen, der ist nett. Plus ihr dürft nicht vergessen, die Gegner sind gestealthed, was bedeutet, nicht gestealthed, die haben den Stealth-Multiplikator auf sich, was bedeutet, unser Waffenschaden ist da auch nochmal schön erhöht. Also, alles in allem ist das eine nette Sache, aber naja, ihr habt es gesehen, so wirklich, wirklich effizient war das jetzt nicht. Aber man kann es halt eben machen. Ich würde sagen, wir kommen auf die nächste Sache zum Sprechen, nämlich den Teleport, den wir haben. Weil ihr habt es jetzt vielleicht schon das ein oder andere Mal gesehen. Ah ne, funktioniert jetzt so nicht. Nämlich diese gelben Kreise, die hier öfters erscheinen. Also ich stelle mal hier einen Pot hin. Und theoretisch hätte ich jetzt eigentlich hier hinten noch einen Pot hinstellen sollen. Und jetzt haben wir hier dieses Symbol. Was besagt das? Naja, sobald wir die 3 auslösen, können wir uns zu diesem Pot hin teleportieren. Und das ist an sich eine coole Sache. Also gerade bei Eidolon-Jägern ist es sehr beliebt, dass die sich, oder ist es zumindest eine alte Möglichkeit,
dass zum Beispiel ein Pod einfach direkt an den Ausgang gestellt wird und dass man dann so noch ein paar Sekunden sparen kann und schneller die Eidolons legen kann. Aber ansonsten ist es einfach nur ein netter Teleport. Was man beim Teleport wissen muss, ist, dass wenn wir das aktivieren, wird unsere Reichweite vom Breach Search, also vom, ich weiß nicht, wie die dritte Fähigkeit auf Deutsch heißt, hab schon wieder vergessen, wird einfach verdoppelt, also ist schon mal eine schöne Sache. Und wir können durch solide Objekte durchteleportieren, also zum Beispiel durch Fenster und so. Aber wir brauchen halt Sichtkontakt. Reichweitenbegrenzung haben wir, glaube ich, keine, außer dass wir mindestens 10 Meter von diesem Pod entfernt sein müssen. Und was ich bei den Pods eben, glaube ich, vergessen habe, ist, dass man nur 6 Stück gleichzeitig aktiv halten kann. Das bedeutet 2x3 oder 3x2 oder halt eben 6x1. Nur als kleines Beispiel. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr nur rot und grün macht, könnt ihr das Ganze 3x machen. Macht ihr rot, grün, blau, könnt ihr das Ganze halt nur 2x machen. Und je nachdem, was man macht, muss man halt eben überlegen, was Sinn macht. Aber ich nehme den blauen halt gerne noch mit, weil es ist einfach ein Buff, der die ganze Zeit passiv noch nebenbei läuft. Dann, es gibt noch mehr Synergien, also keine Angst. Die nächste Sache wäre, dass wenn wir unser Will-O-Wisp, also die 2 aktiv haben und dann die 3 machen, wird auch noch ein zweites rund um unser Phantom ausgelöst. Und die letzte Sache wäre jetzt halt eben, dass wenn wir die 3 anhaben und dann in die Ulti gehen, eine 100% Chance haben, die Partikel auf andere übergreifen zu lassen. Also, ja, das sind halt einige Synergien, die die 3 hat. Aber ich muss sagen, gerade die Synergie mit der 1 ist eine wirklich schöne Sache. Ist nichts, was ich jetzt sonderlich oft benutze, aber alleine, dass wir diese Funktion haben, ist doch eine wirklich nette Sache. Dann, letzte Fähigkeit. Ich glaube, Soul geht auf Englisch und Sonnenportal auf Deutsch. Kurz und knapp, wenn wir die Fähigkeit aktivieren, erschaffen wir einen Sonnenstrahl. Der hat schon ein bisschen Power, also 1500 Schaden. Das Ganze verbraucht 12 Energie die Sekunde, hat eine Reichweite von 40 Metern und hat noch zusätzlich einen Schadensmultiplikator, der sich, also wenn wir einen Gegner angreifen, bekommt er immer mehr Schaden. Der Schaden ist pro halbe Sekunde und das geht dann bis zu einem Bonusschaden von 500% hoch. Halten wir die linke Maustaste gedrückt, verdoppeln wir unsere Fähigkeitenkosten, aber verdoppeln, glaube ich, auch unseren Schaden. Warte nochmal nachschauen, von 1500 Schaden gehen wir hoch auf 3000 Schaden, also ja, wir verdoppeln den Schaden. Und gleichzeitig geht unser Schadensmultiplikator auch von 500% hoch auf 1000%. Schon mal ziemlich hart. Ist eine Toggle-Fähigkeit, ihr wisst, was das bedeutet, also, naja, wir bekommen keine Energie zurück. Und die 1500 Schaden sind halt eben Hitze- und Strahlungsschaden. Weiterhin sollte ich jetzt noch erwähnen, also ich gehe jetzt nicht auf alle Kleinigkeiten an, das meiste ist eh uninteressant, aber ich sollte vielleicht erwähnen, dass ihr noch dieses Will-O-Wisp benutzen könnt, also das Irrlicht und euch damit durch die Gegend teleportieren könnt und ihr bekommt halt eben Bonis abhängig davon, welche von den Pots ihr aktiv habt. Habt ihr den roten aktiv, gibt es plus 25% Schaden, habt ihr den blauen aktiv, gibt es auch nochmal plus 25% Schaden und habt ihr den grünen aktiv, jetzt wird es interessant, dann kriegt ihr keine 25% Schaden. Da bekommt ihr nämlich auf jeden Schadensbrock, also jede halbe Sekunde, einen Korrosionsbrock drauf. Ihr macht zwar keinen Korrosionsschaden, aber ihr habt halt eben die Procks und das bedeutet, ihr kommt sogar gut gegen gepanzerte Gegner an. Dazu kommt, dass ihr eine 100% Chance habt, den Pre-Search, also die 3 zu triggern. Und zusätzlich sollte ich vielleicht noch erwähnen, dass ihr Punch-Through drin habt, also durch einzelne Gegner durchschießen könnt. Mit Effizienz und Dauer könnt ihr halt die Kosten runterdrücken. Den Schaden könnt ihr hochdrücken mit Fähigkeiten Stärke. Ich glaube, damit erhöht ihr sogar den Multiplikator. Und mit Reichweite erhöht ihr halt die Reichweite. Ich versuche euch das Ganze jetzt mal ganz kurz zu zeigen. Also der Schaden ist wirklich nicht verkehrt. Aber es ist halt eine teure Sache und man muss ein extra Bild da drum herum bauen. Also es muss ein Dauerbild sein, Effizienzbild, nicht zu viel Stärke. Kann man halt wirklich machen, aber ihr müsst auf so viele andere Sachen verzichten und in meinen Augen lohnt sich's nicht. Zusätzlich sollte man vielleicht noch auf Reichweite gehen, damit man noch genügend Reichweite drin hat,
auf der 3, weil das wollen wir dann natürlich auch noch mitnehmen. Kann man aber auch drauf verzichten. Müsst ihr dann entscheiden, wenn ihr da ein Bild drumherum bauen wollt. Ich persönlich finde das jetzt halt nicht so prickelnd, deshalb mache ich das auch nicht. Aber ich zeige euch trotzdem, wie das funktioniert. Ich habe gerade alle 3 Buffs aktiv. Zusätzlich mache ich dann jetzt noch die 3 an. Dann mache ich jetzt die Ulti an. Und wir sehen schon, der Schaden, den wir hier drücken, ist gar nicht mal verkehrt. Wenn ich jetzt noch anfange, die linke Maustaste zu drücken, ist meine Energie direkt komplett leer. Aber dafür sind da auch wirklich schöne Damage-Zahlen dabei. Die Frage ist nur, wann stehen Gegner lange so still, dass wir das machen können? Es gibt eine Situation, die gibt es wirklich. Das ist Woben mit einem Vortex-Bild. Also, wenn ihr einen Woben dabei habt, dann solltet ihr vielleicht mal überlegen, ein Bild so zu bauen, dass ihr einfach euer Soul-Gate reinhaltet. Weil rein theoretisch, ihr braucht keine ätzende Projektion, weil ihr könnt eure Rüstung mit den grünen Pots entfernen. Ihr braucht keine Reichweite, weil ihr könnt theoretisch, als nur ein kleines Beispiel, sagen wir, hier wäre ein Vortex, hier hättet ihr eure 3 Pots und dann könnt ihr einfach hier stehen und die ganze Zeit da reinhalten. Wofür braucht ihr jetzt noch groß Reichweite? Nur als Beispiel, aber ist alles so, müsst ihr halt wissen, wie ihr das machen wollt. Alles in allem, die Fähigkeiten von Wisp sind nicht schlecht, aber ich bin halt der Meinung, die erste Fähigkeit ist so krass dominierend in so vielen Situationen, dass man sich eigentlich schon auf nichts anderes konzentrieren sollte, weil ihr habt dadurch einen Waffenbuff, ihr habt dadurch einen Geschwindigkeitsbuff, ihr habt einen Tankbuff, ihr habt einen Teambuff, ihr habt einen Stun drin. Wofür braucht man dann vielleicht hier noch etwas, was die Gegner ein bisschen irritiert oder so? Ihr habt sogar eine Unsichtbarkeit durch die Passive, also die anderen Fähigkeiten stehen da doch schon sehr, sehr, sehr weit hinten. Wisp ist meiner Meinung nach ein Frame, der wirklich sehr, sehr gut ist, der auch Spaß macht zu spielen, aber der halt wenig seine Fähigkeiten verwendet. Aber dadurch könnt ihr halt eben nochmal Waffen spielen und ihr lernt sogar ein paar Waffen lieben, die ihr vielleicht schon lange, lange nicht mehr benutzt habt. Als kleines Beispiel, wann hat einer von euch zuletzt mal eine Gorgon gespielt? Also Gorgon normalerweise hier den Attack Speed. Gucken wir uns das Ganze mal mit dem grünen Partikel an. Also, ja. Schon eine witzige Sache. Und das kann man halt mit allen Waffen kombinieren. Jede Waffe profitiert von diesem Attack Speed Buff. Auch Waffen wie die Ignis oder so, weil, ja, das ist einfach geil. Und ich weiß gar nicht, was ich dazu jetzt noch groß sagen soll. Waffen empfehlen kann ich euch eigentlich gar nicht mal so genau. Weil mit Wisp ist jede Waffe geil. Oder die meisten Waffen geil. Waffen, die eben ein bisschen langsam sind, profitieren natürlich extrem durch Wisp. Also gerade so Waffen wie Shadow, Gorgon oder so. Die haben dadurch halt einen netten Bonus, aber auch schnellere Waffen werden dadurch noch tödlicher. Ich sag mal, Waffen, die jetzt weniger profitieren, sind Sniper. Aber alles in allem, spielt einfach, was euch Spaß macht. Also ich persönlich spiele es einfach mit Shadow, weil ich die Waffe gern spiele. Dazu irgendeine gute Sekundärwaffe und momentan spiele ich am liebsten eigentlich die Kuva Schildeck. Deshalb nehme ich die auch noch dazu. Also, ja, mit Wisp kann man halt ordentlich Spaß haben. Für die, die sich jetzt noch fragen, wie ich den Frame eingefärbt habe, das ist relativ simpel. Ich habe hier 2 verschiedene Grautöne. Einmal den hier oben. Nee, sorry, das ist einmal der hier unten. Dann habe ich aus der Spectator-Palette diesen Stahlton. Könnt ihr jetzt momentan nicht mehr bekommen, aber da müsst ihr halt eben einfach einen anderen Grauton raussuchen, gibt ja genügend. Dann schwarz, einmal ein schönes Gold aus der Orokin-Palette. Da nehme ich einfach meistens das hier und das war es auch schon. Verzierung habe ich gar nicht viel drauf. Einfach nur Beinplatten 2x Tagris Prime und Ephema rächendes Gift. Farben einfach übernommen. Das Problem ist, dass meiner Meinung nach bei den Bruststücken sind einfach zu klobig. Das hier könnte man jetzt verwenden, aber das finde ich sieht nicht so gut aus. Auch wenn hier dieser, wobei, gar nicht mal so verkehrt. Dieser kleine Schleier passt irgendwie hier hinten zum Umhang. Weil was ich sehr, sehr gern gemacht hätte, wäre, wie heißt das Ding gerade nochmal? Das Sigma-Siegel. Von vorne sieht schön aus. Gehen wir mal zur Seite. Ja, richtig schön dran gepinnt. Nicht so prickelnd. Genauso bei den Schultern. Muss gestehen, da finde ich das alles sehr schön, wie es schon ist. Wenn man da irgendwas anderes draufsetzt, entweder es sitzt komisch oder es
verdeckt mir zu viel. Ja, müsst ihr halt wissen. Also das wäre jetzt zum Beispiel okay, Embolist. Genauso könnte man Hardwood noch überlegen, wobei das schon wieder beim Syrandana sich beißt. Itztal könnte man auch überlegen, also müsst ihr ein bisschen rumspielen. Also ich selbst werde auch noch ein bisschen versuchen. Vielleicht bleibe ich sogar beim Itztal, weil das relativ gut zum Ikarius Syrandana passt. Aber naja, müsst ihr halt wissen. Das ist ja alles so Geschmackssache. Syrandana habe ich mir jetzt das Ikarius Syrandana gekauft. Das ist ein Tenogen-Ding. Benutze ich sehr, sehr oft. Genauso gut passt auch das Deros Syrandana relativ gut. Auch wenn das auch ein Tenogen Syrandana ist. Und wobei das liegt hier ein bisschen hoch. Aber auch hier nehmt einfach das, was euch gut gefällt. Altra sieht auch nicht verkehrt aus, auch wenn das hier unten, ja, clipping-technisch ein bisschen blöd ist. Aber da müsst ihr rumprobieren. Das Bennu hatte mir noch sehr, sehr gut gefallen bei Wisp. Gut, viel mehr gibt es dazu jetzt eigentlich nicht zu sagen und zu zeigen. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir doch ein Abo und ein Like da. Und bis zum nächsten Mal.